Hi, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen bei Vermessung für Anfänger. Mein Name ist Simone. Und ich bin Daniela. Heute wollen wir dir den Ablauf eines Nivellements erklären. Dazu verwenden wir sowohl ein analoges als auch ein digitales Nivelliergerät. Ziel eines Nivellements ist es, Höhenunterschiede zwischen Punkten zu bestimmen. Mit diesen lassen sich die absoluten Höhen weiterer Punkte bestimmen oder Veränderungen zwischen zwei Punkten nachweisen. Ein Nivellement kann mit einer oder zwei Nivellierlatten durchgeführt werden. Zunächst möchten wir dir das Verfahren mit zwei Nivellierlatten beschreiben. Dazu verwenden wir das analoge Nivelliergerät NI2 von Zeiss. Für dieses Vorgehen werden drei Personen benötigt, zwei Lattenträger und ein Beobachter. Dabei werden wir von Julian unterstützt. Zusätzlich brauchst du für die Messung zwei Lattenuntersetzer, sogenannte Frösche, und ein Stativ für das Nivelliergerät. Zum Aufhalten der Nivellierlatten können zusätzlich Fluchtstäbe hilfreich sein. Die Nivellierlatten sind beim analogen Nivellement mit einer E-Teilung und einer Dosenlibelle ausgestattet. Die Nivellierlatte ist durch die E-Teilung in Zentimeterabschnitte unterteilt. Zur Orientierung ist jeder volle Dezimeter beschriftet. Die Ablesung erfolgt in Millimetergenauigkeit, die du schätzen musst. Zur Dokumentation brauchst du im Außendienst einen Feldbuchrahmen und einen Nivellement-Vordruck. Vor jedem Nivellement ist eines der vier Feldprüfverfahren durchzuführen. Zu diesem Thema kannst du dir ein weiteres ausführliches Video von uns anschauen. Der erste Instrumentenstandpunkt sollte in einem geeigneten Abstand vom Höhenanschlusspunkt aufgebaut werden. Ein geeigneter Abstand liegt zwischen 5 und 30 Metern, je nach Geländeverlauf und Sichtverhältnissen. Die Zielweiten sollten von einem Standpunkt aus immer ungefähr gleich groß sein. Der Abstand wird abgeschritten und im Vordruck dokumentiert. Den Aufbau eines Stativs und das Horizontieren einer Dosenlibelle haben wir dir ebenfalls in einem weiteren Video erläutert. Das Aufstellen hat beim Nivellieren ein paar Besonderheiten. Zum einen besitzt das Nivelliergerät einen integrierten Dreifuß, der direkt auf dem Stativteller befestigt wird. Zum anderen haben die meisten Nivelliergeräte einen Kompensator und benötigen daher keine Röhrenlibelle zur Feinhorizontierung. Der Kompensator gleicht kleine Ungenauigkeiten der Horizontierung aus, daher genügt das Einspielen der Dosenlibelle über die Dreifußschrauben. Auf dem ersten Standpunkt solltest du dir zuerst das Strichkreuz einstellen. Dazu schaust du durch das Okular auf einen hellen Hintergrund und stellst das Strichkreuz mittels Okularring scharf. Die erste Nivellierlatte wird mit Hilfe der Dosenlibelle lotrecht auf dem Höhenanschlusspunkt aufgehalten. Dies ist in den meisten Fällen ein Höhenbolzen in einer Hauswand. In diesem Fall ist es ein Bodenpunkt. Jetzt kannst du das Nivelliergerät grob auf die Nivellierlatte ausrichten und anschließend durch das Okular schauen. Mit Hilfe der Fokussierschraube kann das Sichtfeld scharf gestellt werden. Über den Feintrieb richtest du das Strichkreuz auf die Nivellierlatte. Nun kann der Rückblick an der E-Teilung abgelesen werden. Der abgelesene Wert wird im Vordruck als Rückblick vom ersten Standpunkt aus eingetragen. Die zweite Nivellierlatte sollte etwa im gleichen Abstand zum Nivellier aufgehalten werden. Dort wird ein Frosch platziert und festgetreten und die Nivellierlatte lotrecht aufgehalten. Nun kannst du den Vorblick an der E-Teilung ablesen und im Vordruck notieren. Erst wenn der Vorblick dokumentiert wurde, kann das Stativ abgerissen werden. Dabei bleibt das Nivelliergerät auch während des Standpunktwechsels auf dem Stativ. Es gibt zwei verschiedene Techniken, um ein Stativ mit Nivellier zu transportieren. Einmal bleiben die Stativbeine geöffnet und der Stativteller wird auf die Schulter gesetzt und so möglichst horizontal transportiert. Unsere bevorzugte Methode hingegen ist es, die Stativbeine zu schließen und das Stativ leicht zu schultern. Dadurch liegt der Kompensator des Nivelliers während des Transports an und kann nicht hin und her schwingen. Jetzt kannst du das Nivelliergerät in einem geeigneten Abstand von der zweiten Nivellierlatte neu aufstellen. Die zweite Nivellierlatte wird in Richtung des neuen Instrumentenstandpunktes gedreht. Aus der vorherigen Vorblicknivellierlatte wird so die Rückblicknivellierlatte. Die Position des Froschs darf dabei auf keinen Fall verändert werden. Der Standpunktwechsel der ersten Nivellierlatte sollte nicht vor der Dokumentation des Vorblicks stattfinden, da immer mit einem Absacken des Stativs oder einer fehlerhaften Ablesung gerechnet werden muss. Die erste Nivellierlatte wird für den Vorblick in etwa gleichem Abstand zum Instrumentenstandpunkt auf einem Frosch aufgehalten. Die Ablesereihenfolge von Rückblick und Vorblick wiederholt sich auf dem zweiten und auf jedem weiteren Standpunkt. Das Nivellement endet auf einem Punkt,
auf den die Höhe übertragen oder dessen Höhe überprüft werden soll. Im Anschluss an die Messung wird der Vordruck wie folgt ausgewertet. Der jeweilige Vorblick wird vom passenden Rückblick abgezogen und in der nachfolgenden Spalte notiert. Die Summe aller Differenzen ergibt den gesamten Höhenunterschied. Dann bildet man sowohl die Summe aller Rückblicke als auch die Summe aller Vorblicke und zieht danach die Vorblicksumme von der Rückblicksumme ab. Diese Differenz muss exakt mit dem gesamten Höhenunterschied übereinstimmen, sonst ist dir ein Fehler bei der Berechnung unterlaufen. Anschließend werden die einzelnen Höhendifferenzen zeilenweise auf die Ausgangshöhe addiert, sodass in der Zeile des Endpunktes schließlich die zu bestimmende Höhe steht. Als nächstes möchten wir dir das Nivellieren mit nur einer Nivellierlatte erklären. Dazu verwenden wir das digitale Nivelliergerät DINI von Trimble. Für dieses Vorgehen werden nur zwei Personen gebraucht, ein Lattenträger und ein Beobachter. Die Nivellierlatte ist beim digitalen Nivellement mit einem Strichcode und einer Dosenlibelle ausgestattet. Die Dokumentation erfolgt auf der Speicherkarte des Nivelliergeräts. Vor dem Nivellement solltest du eines der vier Feldprüfverfahren durchführen. Genau wie beim analogen Nivellement wird auch hier der erste Standpunkt in einem geeigneten Abstand vom Höhenanschlusspunkt aufgebaut. Der Abstand wird vom Nivelliergerät automatisch bestimmt und mit den übrigen Messwerten abgespeichert. Dann richtest du das Nivelliergerät grob auf die Nivellierlatte aus und über den Feintrieb das Strichkreuz auf die Nivellierlatte. Nun kann die Messung für den Rückblick ausgelöst werden. Ein Frosch sollte etwa im gleichen Abstand zum Nivellier platziert und festgetreten werden. Hier wird die Nivellierlatte wieder lotrecht aufgehalten. Jetzt kannst du die Messung für den Vorblick auslösen. Erst wenn das Nivelliergerät den nächsten Rückblick fordert, kann das Stativ abgerissen werden. Es wird in einem geeigneten Abstand von der Nivellierlatte entfernt neu aufgestellt. Die Nivellierlatte wird in Richtung des neuen Instrumentenstandpunktes gedreht. Jetzt kannst du die Messung für den Rückblick vornehmen. Der zweite Frosch wird für den Vorblick in etwa gleichem Abstand zum Instrumentenstandpunkt aufgestellt und festgetreten. Die Nivellierlatte wechselt auf den Frosch, wobei der erste Lattenuntersatz an seinem ursprünglichen Standort bleibt, bis auch die Messung des Vorblicks abgeschlossen ist. So kann bei Bedarf der Rückblick wiederholt werden, falls das Stativ während der Messung absackt. Die Ablesereihenfolge von Rückblick und Vorblick bleibt auf jedem weiteren Standpunkt gleich. Das Nivellement endet auf einem Punkt, auf den die Höhe übertragen oder dessen Höhe überprüft werden soll. Nachdem die Messdaten im Innendienst ausgelesen wurden, erfolgt die Auswertung wie beim analogen Nivellement. Jetzt solltest du sowohl mit einem analogen als auch mit einem digitalen Nivelliergerät zurechtkommen. Viel Erfolg beim Nivellieren und bis zum nächsten Mal.